Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem weiteren Produkt von Limore. Limorelle, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein 4-in-1 USB-C-Hub-Multi-Adapter. Wir hatten schon ein USB-C-Hub, das war der hier. Nee, das war der falsche. Das ist der hier. Der hat ein USB, da. 5-in-1 USB-C-Hub. Multiport-Adapter. Da haben wir ein USB-C und dann haben wir zwei USB-A-Anschlüsse, ein USB-C, HDMI und nochmal. Und hier haben wir dann ein 4-in-1 USB-C-Hub. Aber das sieht aus wie ein normaler. Na, wir lassen uns mal überraschen. Also dann sollten, so schnell sollten wir jetzt die USB-Dinger nicht mehr ausgeben. Obwohl ich den 4, den könnte ich auch mal an einer PlayStation testen, den USB-C habe. Der hat ja ein HDMI und gucken, ob da auch was, ob der denn über die PlayStation, wenn ich dem anschließe, ob der HDMI da funktionieren würde. Das würde mich interessieren. Das werde ich mal die Tage testen. Ich glaube es zwar nicht, aber Versuch macht klug, wie man so schön sagt. So, ach so, hier haben wir eine andere Verpackung. Hier ist nicht nur lose drinne. Hier ist der Kabel, hier ist der Dings drin. Der Kabel ist hier auch etwas länger. Der ist Gummi, nicht gesleeved. Hier haben wir Klavierlack, so wie es aussieht. Der ist aus Plastik. Ja, der ist aus Plastik, nicht aus Metall wie die anderen, die wir geguckt haben. Aber auch hier ist wieder der Kabel gut verarbeitet. Wir haben hier einen schönen Übergang. Und der Kabel ist hier wirklich schön fest drinne. Man braucht keine Angst haben, dass man rausreißt. Auch hier, obwohl hier schon ein bisschen durch die Verpackung ein bisschen geknickt aussieht. So, sieht halt so ein bisschen geknickt aus. Also da müsste man sich überlegen, ob man den vielleicht anders verpackt, dass, oder halt die Verpackung ein bisschen länger macht und dann so, weil der war jetzt wirklich sehr abgeknickt. Seht ihr ja, der knickt sofort wieder hier ein. Also da müsste man dann vielleicht aufpassen. So, und hier ist dann das Logo drauf. Limorelle, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So, und der kommt so ein bisschen an den ran, den ich mir damals mal selber gekauft habe. Wie gesagt, den habe ich von der Firma bekommen, um ihn euch zu zeigen. Bei mir war aber dann halt nur ein USB und hier war ein Kartenleser. Hier haben wir praktisch ein Kabel. Und hier vorne haben wir vier USB. Steht auch hier. USB-A 3.0, USB-A 3.0, USB-A 3.0, USB-A 3.0. Oben nix. Hinten nix. 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 Außer halt CE-Prüfzeichen, das Modell, das ist es TC55 und Support @limorelle.com, wie wir den halt. Nee, limorelle.com, wie wir den dann den Support kontaktieren können. Finde ich gut, dass sie das auch raufschreiben. Ist halt hier Plastik. Die anderen hier, die beiden sind dann aus Metall. Der ist dann wohl was günstiger, der ist aus Plastik. Aber auch hier keine scharfen Ecken, Kanten. Auch hier ist es ein bisschen besser mit dem Plastik. Auch hier sind die USB nicht bündig mit der Schale oben, also mit dem Gehäuse, sondern ein Stück tiefer. Ich würde so sagen, so 2 mm oder so. Ich zeige euch das mal. Also um die 2 mm bis zum USB. Dadurch haben wir halt hier wieder. Also ist es nicht so wie bei dem Metall. Also hier ist es, da war es auch nicht so doll scharf, aber man hat halt die Kante gemerkt. Hier ist halt, hier merkt man es kaum. Also man bleibt so ein bisschen hängen, aber es ist besser gelöst mit dem Plaster. Aber bündig wäre natürlich halt immer noch ein Stück schöner. Aber sonst ein schönes Teil. Wir werden dann halt, wenn ich jetzt demnächst den PC mache, den mal anschließen und komplett testen.
Weil jetzt funktioniert halt vorne meine USB nicht wirklich. Da bringt das nichts. Wenn ich das hinten anschließe und ich euch sage, ich habe es hinten angeschlossen und dann ein paar Geräte anschließe, da seht ihr gar nichts. Deswegen werde ich die vorne anschließen. Und dann werden wir vorne dann mal ein paar Geräte anschließen und testen, inwieweit das alles funktioniert. Das sind halt die neuen Modelle von Limorelle. Ich kann mal gucken, kann aber hier auch irgendwo die Betitelung. Nein, leider nicht. Leider nicht. Also die neuen Modelle, die beiden sind aus Metall, der ist aus Plastik. Den haben wir uns gerade angeguckt. Das ist der 5 in 1 USB-C Hub Multiport Adapter. Da haben wir, der wird angeschlossen am PC mit USB-C. Wir haben zwei USB-A 3.0 Anschlüsse, ein USB-C. Wir haben ein HDMI und hier hinten ist nochmal ein USB-C. Da steht aber irgendwann mit RC. Dann haben wir den 4 in 1 uns angeguckt. Also 4 in 1 USB-A Hub. Wir haben einen USB-A Anschluss und 4 USB-A 3, also USB 3.0 Anschlüsse. Das ist 1, 2, 3 und der vierte ist auf der Unterseite. Hinten ist nichts. Gerade haben wir uns dann noch den 4 in 1 USB-C Hub Multiport Adapter angeguckt. Legt nahe, dass Multiport, dass da vielleicht. Das steht ja auch USB-C da. Warte mal, da muss ich nochmal rausholen. Habe ich dann irgendwas übersehen? Nein, das ist wirklich ein USB-A Hub. Und hier sind wirklich nur USB-A. Ich dachte, ich habe was übersehen. USB-A-Anschlüsse. Also das ist kein USB-C-Hub. Oder ich überblicke irgendwas nicht. Weil der normale USB-Anschluss, den wir ja von früher und immer noch kennen, ist ja USB-A. USB-C heißt ja dieser flache. Aber hier steht USB-C-Hub. Also da ist irgendwas. Da muss ich den Hersteller mal fragen, warum das USB-C heißt, wenn es gar kein USB-C ist. Naja, da werde ich mal nachfragen. Jedenfalls haben wir uns die jetzt angeguckt. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann natürlich Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.